Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schwarz 2. Jo, im letzten Part haben wir, oder besser gesagt, in den letzten zwei Parts haben wir zwei Teammitglieder gefangen. Einerseits Michelle und andererseits Nico. Einerseits, ne, halt ein Kakleon. Glaube ja, irgendwie so. Genau. Und einerseits eine Morbitesse. Und ja, gut, einerseits sieht das. Wären die Namen eigentlich andersrum besser gewesen, aber naja, weil Morbitesse ja weiblich aussieht. Aber okay, bezüglich den letzten zwei Teammitglieder habe ich mir jetzt auch mal Gedanken gemacht. Kann ich auch gleich sagen, zumindest zu dem einen habe ich mir überlegt, dass ich den auch nach einem Zuschauer benenne, der jetzt hier auch, so wie ich das mitkriege, halt aktiv zuschaut. Das ist der Luke. Den werde ich dann, also einfach nur Luke heißt er, glaube. Aber ich werde dann das Pokémon dementsprechend nur Luke nennen. Weil dann passt es auch zu den anderen. Gerade sein Name passt halt sowieso auch hier mit rein. Warte, ich bin nochmal kurz am Schauen. Genau, einfach nur Luke heißt er. Und daher werde ich sehr wahrscheinlich ihn mit dann als Namen verwenden. Und der andere, das wird auch noch jemanden aus dem Team sein. So, hier drin waren wir ja schon. Ich habe außerdem Michael und Nico trainiert auf das aktuelle Level. Änderungen, Freunde. Einerseits möchte ich mal kurz nochmal Nikos Bericht anschauen. Ist vom Wesen robust. Ich habe mir das selber noch nicht angeschaut. Ich habe ihn auf Level 26 hochtrainiert. Bedeutet robust. Ach, da gibt es keine Änderungen. Okay. Als Attacken hat momentan Trugtäne, dass Spezialverteilung sehr stark gesenkt wird. Duplex Heap. Psychoschock. Psychoschock hat es vor zwei oder drei Level erlernt. Vorher hat es Psychstrahl. Und Finte hat es auch vor ein paar Level erlernt. Zuvor hat es. Was hat es denn vorher nochmal? Irgendeine nicht so schöne Attacke, glaube ich. Jo. Und bezüglich Michelle hat sich, glaube ich, auch im Moveset was getan. Genau, da habe ich Felsgrab ausgetauscht zu Steinhagel. Bessere Attacke, mehr Stärke und bessere Genauigkeit hat so erlernt. Was natürlich dementsprechend auch nice war. Oder ist. Gut, wir sind ja hier aber noch nicht fertig. Im Erkunden. Das ist das Haus der Prüfung. Dann gehen wir da mal rein. Oh, wer kommt denn da raus? Sieh an, du hast ja eine Kampfkamera. Mit Hilfe einer Kampfkamera kannst du Kämpfe gegen deine Freunde. Oder auch Kämpfe in der Kampfmetro aufzeichnen. Aber hier ins Haus der Prüfung kommen nur die Stärksten der Stärken. Wenn es dir gelingt, den Champ zu besiegen, bist du hier richtig. Dann bist du herzlich eingeladen und bekommst Zugang zum Haus der Prüfung. Gut, ja, gut. Kennt man auch von anderen Generationen, von daher. Jo. Da ist halt diese Metro. Da schauen wir ein anderes Mal nochmal rein. Genau. Mit der haben wir schon gesprochen. Hier geht's irgendwie lang. Keine Ahnung, was ist hier. Es gehört auch hier dazu wahrscheinlich. Die strahlende Achterbahn war früher mal die Pokémon Arena von Rayona City. Okay, hier ist ein Freizeitpark oder so. Sieht auf jeden Fall so aus. Aha. Ach, worüber soll ich bei meiner ersten Verabredung nur reden? Sogar im Vergnügungspark macht er nichts anderes als in die Seiten zu hauen. Wunderbar, er liebt die Musik von ganzem Herzen. Am besten gefällt mir am Achterbahnfahren, dass man aus voller Kehle schreien kann. Wait, womit soll ich zuerst fahren? Mit der Achterbahn oder mit dem Riesenrad? Gute Frage. So, dann ist da vorne, die den Eingang versperrt. Ha, ha, Achi! Sei missständig, muss ich niesen. Das heißt, wo ist es Frühling? Hey, du da. Ja, genau. Du da. Hast du mich gerade angestarrt? Willst du Streit vom Zaun brechen oder was? Du suchst ja, suchst also wirklich Streit mit meiner Wenigkeit. Kleopatra aus Rayono. Ich hoffe für dich, dass du weißt, was dich erwartet. Ja, wir kämpfen gleich mal. Also, wenn es jetzt hier einen Kampf gibt. So, so, Mut hast du ja. Das muss man dir lassen. Aber du wirst das wirst du noch bereuen. Plane am besten schon mal einen Besuch im Pokémon-Center ein. Ja, geil, ein Pokémon-Kampf. Können wir dann auch gleich mal mit Nico kämpfen. Ich habe ja mit ihm jetzt schon gekämpft, habe ja ihn trainiert. Allerdings, ihr habt das halt nicht gesehen. Das habe ich ja ausgehend gemacht. So. Let's go! Eins muss ich sagen, Nico und Michelle sind noch nicht so stark, halt. Verlieren sehr, sehr schnell KP bei bestimmten Attacken. Zum Beispiel hier muss ich gleich auch mal auswechseln. Da wechsle ich vielleicht mal zu René.
Nicht zu René, sondern zu Michelle, meinte ich. Sorry. Weil Michelle kann da schon ein bisschen mehr anfangen als Nico. Es ist irgendwie auch ein komisches Gefühl, so Freunde, so gesehen, jetzt hier ein Pokémon drinnen zu haben und dann auch deren Namen zu nennen. Aber vielleicht fühlen sie sich dann auch geehrt. Durch Folterknecht darf ich nicht dieselbe Attacke zweimal hintereinander ausführen. Aha, dann Sandgrab. Platzfurie, ja. An sich, die Attacken von den beiden sind auch stark. Das ist auch wunderbar. So. Und beide Pokémon haben halt auch 3 Entwicklungsstufen. Bedeutet, die werden dementsprechend noch stärker. Nico erreicht sogar schon Level 27. Ja, da habe ich noch am Ende gegen ein Ohrdorf gekämpft, was sehr, sehr viele XP gegeben hat. Über 1000 Stück, daher war Nico wieder kurz vorm Level ab. Ach, Menno, wieso habe ich verloren? Also, das nervt mich jetzt schon an. Aber wir können uns als nächstes bei einer kleinen Mutprobe messen. Wir steigern beide in diesen Schrotthaufen von einem Riesenrad. Und wer als erstes eins kriegt, hat verloren. Wer geht dann los? Ui, aber schöne Aussicht. Warum sagst du nichts? Sag bloß, du hast Angst. Ich habe eigentlich keine Angst. Takt, Klang, Wacke, Wacke, Wacke. aufhören, alles bricht zusammen, Papi, Mami, Hilfe! Das ist so eine typische, die hier meint, ja, ich bin voll die Grütze hier, mach mich nicht an, bla bla bla. Und dann zieht sie den Schwanz ein, sozusagen. Was denn? Jetzt schau mich nicht so an. Menno, also gut, meinetwegen, dieser gestehe ich meine Niederlage ein. Und dieses Mal verliere ich auf keinen Fall. Stell dich schon mal drauf ein. Gut. Vielleicht kann man da täglich hingehen oder so, keine Ahnung. So, hier gibt's noch was. Ist das... Das ist die Pokémon-Arena. Ja! Warte. Die Strahlen... Also ich habe irgendwas mit Stahl gelesen. Dachte schon, Stahl-Pokémon? Okay. Oh, ein Herausforderer? Ich baue Aura, aber die Arena-Leiterin ist gerade nicht da. Ich weiß aber, wohin sie wollte. Nicht weit vom Eingang zu diesem Vergnügungspark steht ein Haus, dem es eine Achterbahn gibt. Dort müsstest du sie finden. Okay, da gehen wir ja noch hin. Das Funken, das Glitzern, das Leuchten. Modeschauen sind super. Make-up eines Clowns gehören aufgemalte Tränen. Joa. Und er meint? Doch, oh doch. Okay. Was? Die einmalige Chance verpasst, einen leibhaftigen Fernsehstar aus der Nähe zu sehen. Der berühmte Star aus dem Unterhaltungsprogramm war nämlich hier im Vergnügungspark. Wir haben eine Reportage gedreht und ich konnte mein Idol aus nächster Nähe sehen. Hier ist sich wie er wie Sukasa mit jemandem unterhielt. Du hättest mal sein Lächeln sehen sollen. Einfach unbeschreiblich. Also ein Fangirl hier. Ein Paraheiler. Sehr schön. Nehme ich mit. So. Außerdem habe ich... Fällt mir gerade noch was ein. Nico hat noch kein... kein Item bei sich. Er setzt ja... Psycho-Attacken ein. Bedeutet irgendwas für Psycho. Wasser, Gestein, ja, da, eben, gerade solche Items sind schon ganz schön geil. So, dann gehen wir jetzt zu dieser Achterbahn, die war ja hier vorne, sind wir halt noch nicht reingegangen, zwar die ehemalige Arena. Ui, die sieht aber nice aus und das kann ich mir sehr gut als Arena vorstellen. Zunächst einmal steigst du in den Wagen ein und auf den Plattformen stellst du dann die Weichen um. Manchmal steigst du auch in den Wagen eines besiegten Gegners und fährst weiter. Stück für Stück näherst du dich zu dem Ziel. Okay. Ist ja cool. Und dann sind hier auch Trainer oder wie? Das sieht nach Trainern aus. Zwar keine Arena, aber cool. Ah ne, doch nicht. Camilla ist die Beste. Normalerweise will man ja nur renovieren, doch sie hat gleich eine neue Arena gebaut. Also Camilla ist echt die Beste. Dennis hat eine Weiche umgestellt. Die Achterbahn fährt jetzt eine andere Route. Okay. Ja, müssen wir jetzt mal kurz auf den Wagen warten. So, da. Ey, cooles Prinzip auf jeden Fall. Schade, dass es nicht die richtige Arena ist, aber mal sehen, wie die richtige Arena aussieht. Schade, dass die hier nicht kämpfen. Schneller, mal schneller. Ja, da kommt Stimmung auf. So.
Ja, wenn es hier keine Trainer gibt, müssen wir auch nicht überall sein, denke ich. Oh! Und hat. Doch, hier gibt's Trainer. Sehr schön. Cool. Ja, vielleicht kann Nico jetzt mal sein Können beweisen. Ein Schnösel. Was hat sein? Elzeber oder so. Das ist doch. Ist das nicht Elektro-Normal oder so? Oder Elektro-Unlicht? Keine Ahnung. Wir setzen auf jeden Fall mal Psychoschock ein. Donnerwelle. Ja, paralysiert. Aber Nico ist eh nicht der Schnellste. So wie im Real Life. Was? Nein, Spaß. Oh ja, da merkt man, Power steckt auf jeden Fall hinter. Power steckt auf jeden Fall hinter. Nur halt die Verteidigung, ja gut. Das ist halt das Ding. Da fehlt die Entwicklung halt. So, ich möchte hier Paraheiler da. Wir haben ja auch gerade einen bekommen. So. Dann auf geht's. Müsste jetzt nur mal ankommen. Jo, perfekt. Wenn es ja auch Trainer gibt, dann lohnt es sich vielleicht doch überall mal nachzuschauen. Wow. Cool. Und da, wo es die gestrichelte Linie ist, da fahren die auch lang. Jetzt ist da die gestrichelte Linie. Jetzt hat einer bei uns lang. Okay. Oh, noch ein Trainer. Also doch, das Prinzip gefällt mir an sich so. Aber ich... An sich habe ich nichts gegen eine neue Arena sozusagen. Weil die alte ja noch da ist mit ihrem Prinzip. Von daher. Elektrobuch. Vielleicht ist das dann auch eine Elektro-Arena. Oder generell hat sich der Typ geändert, dass es damals hier eine Elektro-Arena war. Vielleicht in Pokémon Schwarz und Weiß halt. Könnt ihr mir ja mal auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich damals die Arena war. Und was ist... Gab es dann damals auch Elektro-Pokémon? Weil ja hier gerade sehr, sehr viele Elektro-Pokémon vorkommen. Und da hat man gerade zum Beispiel auch gemerkt, dass Attacken ganz schön viel Schaden machen. So. Dann bin ich mal gespannt, was wirklich die andere Arena ist. Oh, Lubink! Geil. Da ist sie. Aber da ist ja... Aber wir machen jetzt hier keinen Arena-Kampf, oder? Nun, ist du etwa die Arena-Leiterin? Da hast du leider Pech. Achso, sie ist das nicht, ja. Sie ist gerade zur Arena los, um ihren Dienst anzutreten. Ja, das gebe ich dir als Andenken. Ein Paraheiler, den wir gerade eingesetzt haben. Die Arena-Leiterin liebt es, mit der Achterbahn zu fahren. Ja, nice. Dann sind wir jetzt hier durch. Und wir müssten eigentlich die Stadt noch weiter erkunden. Aber ich habe jetzt eher Bock. Gegen die Arena-Leitern zu kämpfen. Genau. Daher machen wir es auch. Zuvor werde ich natürlich nochmal kurz ins Pokécenter fahren. Aber das ist ja auch nicht so weit entfernt. Hier ist es ja schon. Weil da möchte ich natürlich dann mit vollen KP und vollen AP arbeiten. So. Angenommen, es kommen Elektro-Pokémon zum Einsatz. Was haben wir gegen die? Wir haben auf jeden Fall... Oh ja, auf jeden Fall Michelle. Da sind Elektro-Attacken gar nicht effektiv, also haben keine Wirkung. Und wir haben dann Boden-Attacken, was dann dementsprechend sehr effektiv ist. Und sonst könnten wir halt Nico mit einwechseln, Jonas könnten wir einwechseln, René. Eigentlich alle. Wir haben ja kein Wasser, wir haben keinen Flug. Jo, passt. So, jetzt hier rein. Na, da staunst du was? Die Arena bietet die ideale Bühne für eine Motorschau, die ihresgleichen sucht. Nun ja, das ist ja erstmal für dich. Wie dann Tafelwasser, danke sehr. In dieser Arena wirst du gegen die Models antreten, die dich auf der Bühne bereits erwarten. Besiegst du sie, näherst du dich nach und nach der Arenaleiterin. Übrigens, Elektro-Pokémon sind anfällig gegen Bodenattacken. Oh, aber Vorsicht, Bodenattacken zeigen keine Wirkung gegen ein Pokémon namens Emolga. Das stimmt. Oh, gegen Emolga müssen wir dann aufpassen, aus dem vollen Grund. Weil ja, wie gesagt, Pokémon-Bodenattacken nicht wirken. Da müsste man schauen, was man einsetzt. Vielleicht Nico oder...
Ja, stimmt, wir haben ja auch Gesteinsart an. Mit Michelle, das passt dann. Also Elektro-Pokémon, okay. Dann waren es damals auch bestimmt Elektro-Pokémon. Ja, wir haben Nico momentan noch vorne. Werde ich jetzt auch den ersten Kampf nach vorne lassen. Aber dann werde ich, denke ich mal, ganz schnell zu Michelle wechseln. Ein Elekid. Weil Elektro-Pokémon können dann doch schon ein bisschen Schaden anrichten. Darauf habe ich dann ehrlich gesagt keine Lust. Holy shit, das ist eigentlich relativ klug. Das heißt, wir werden nicht so viel Schaden machen. Nee, leider nicht. Aber wir greifen weiterhin an. Rockweller, okay. Komm, jetzt ein Volltreffer. Das wäre eigentlich sehr, sehr nice. Aber dann das besiegt. Leider nicht. Erstangriff? Keine Ahnung. Wir probieren es einfach mal. Och, ist das dein Ernst? Es war klar. Ich hab's gewusst. Ich hab's irgendwie gewusst. Ja, gut, es ist wenigstens besiegt. Dann können wir jetzt wechseln. Aber die Arena-Leiterin setzt bestimmt einen Emolga ein. Das sehe ich jetzt schon kommen. So, mal kurz rüber zu Michelle. Michelle ist sowieso nur auf Level 26. Naja. So, Dampfwalze. Oh, sogar underlevelt hier. Underlevelt. Uiuiui, das war ein Volltreffer. Uiuiui. Das ist nicht schön. Aber besiegt. Fast Level 27. Wir haben ja auch ein paar Tränke eingekauft. Bedeutet, ich brauche jetzt nicht direkt zur Arena, zum Pokécenter zurücklaufen. Wir haben ja ordentlich Vorrat gekauft. Was wir dementsprechend halt hier auch einsetzen können. So, Supertrank oder Tränke. Setze erstmal Tränke ein. Für Nico einmal und für Michelle zweimal. Oder für beide zweimal, sei das. So, ich wechsle jetzt auch gleich zu Michelle rüber, weil sie müsste vielleicht doch noch mal vor dem Arena-Leiter vielleicht so mindestens zwei Level aufsteigen, vielleicht sogar bis Level 29. Wäre eigentlich schon ganz schön geil. So an sich hier, diese Arena gefällt mir jetzt nicht, weil es ist einfach nur geradeaus laufen, hier kein Rätsel oder so wie in der alten Arena. Es hat sich leider verschlechtert, dementsprechend. Man hätte es vielleicht andersrum machen sollen, aber dann wäre wiederum. Ah, die ist einfach nicht schön hier. So, Ladevorgang, ja, mach ruhig. Elektroattacken zeigen keine Wirkung. Spezialangriff steigt, ist aber egal, weil wir physisch angreifen. Ja, da merkt man halt, die Attacken sind sehr, sehr stark von Michelle. Die sind richtig schön stark. So, Ele Zebra, das ist doch wieder dieses Zebra. Nehmt. Genau. Dampfwalzer. Nitro-Ladung. Das ist eine Feuerattacke. Macht aber nicht so viel Schaden. Ja, Elektroattacken können sie halt nicht einsetzen. Wow. So ein Knackleon? Stimmt, jetzt weiß ich. Knackleon, ich habe vorhin Kackleon, glaube ich, gesagt. Knackleon ist mein. Also, ich hatte es bisher als sehr schwaches Pokémon immer im Kopf. Aber so schwach ist es ja nicht. Wie man merkt. Ich freue mich schon auf die Weiterentwicklung. Weil dann der Drachentyp noch dazu kommt. Ich habe sowieso an diesem Let's Play drauf geachtet, oder mache ich halt immer, dass möglichst viele Pokémon Doppeltypen haben. Weil umso mehr Typen man einsetzen kann, desto besser. Allerdings haben wir zwei Teammitglieder, genau zwei Teammitglieder, die nur einen Typ haben. Einerseits Jonas, der hat ja nur Pflanze und behält auch nur Pflanze. Also da kommt nichts dazu in der Entwicklung. Und dann werden wir noch ein Pokémon fangen, was auch nur einen Typ hat. Aber bis wir das fangen, dauert es noch ein bisschen. Oh, wenn es so weiterläuft, das ist ja schön. So, Elekid. Mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen in der beim Arena-Leiter.
So, Lichtschild kannst du ruhig machen, also dagegen habe ich nichts. Gibt es überhaupt irgendeine spezielle Bodenattacke? Mir fällt jetzt keiner ein. So, Level 28, wunderbar. Wir spazieren hier wunderbar durch. Ach, da sind wir. Da ist die Arenaleiterin schon. Okay. Die sieht aus wie so ein Inkling aus Splatoon. Und zu diesem Zeitpunkt gab es noch kein Splatoon. Die Musik klingt auch fast so. Alter. So, hier mal zwei Tränke. Leider ist Michelle nicht mehr Level 29 geworden, aber Level 28 schon mal und das passt doch. Ja, wir greifen auch gleich mit Michelle an. Doof wird's natürlich. Ah, ne, wird's nicht. Stimmt. Wir haben ja noch die Gesteinsattacken. Wenn halt Emolga dran kommt. Jetzt habe ich den Text nicht vorgelesen, habe ich schon zu vergessen, um ehrlich zu sein. Ja, Emolga wird gleich eingesetzt. Emolga ist schon ein krasses Pokémon, aber ich finde es schade, dass es keine Entwicklung oder so hat. Sonst hätte ich vielleicht Emolga auch mit ins Team genommen. So. Level 28. Schon krass. Er macht natürlich jetzt keinen One-Hit, weil es keine Step-Attacke ist. Denkst du, wir flüchten oder was? Tschüss. Das erste Pokémon ist weg. Allerdings hat Michelle schon Hälfte der KP verloren. Jetzt kommt ein Wati, okay. Wir machen einfach mal weiter. Dann falls so. Bodycheck, das wird viel Schaden machen. Uiuiui. Da setzen wir gleich mal einen Supertrank ein. Wird sie auch machen. Da bin ich mir ganz sicher. So, KPA-Beholung. Top-Trank. Habe ich Top-Trank gesagt? Ich meinte natürlich Supertrank. Ja, sie setzen einen Hypertrank sogar schon ein. Ein Hypertrank haben wir noch nicht. War mir jetzt auch noch ein bisschen zu teuer. Und einfach sinnlos so ein bisschen. Mach's weiter mit Bodycheck. Oh, sehr schön. Das hätte so viel Schaden gemacht. Okay. Level 29 hast du ja verdient. Schaufler. Oh ja, nice. Das ist eine schöne Attacke. Stärke 80, Genauigkeit 100. Oh. Ja, eine andere vergessen. Wäre knapp gewesen. Da Stärke 60. Ich würde aber Sandkrab rausnehmen oder Lebensschelle. Lebensschelle kommt raus. Oh, das ist so eine spezielle Bonattacke. Interessant. Frage ist geklärt. Zebritz, okay. Weiß nicht, sollen wir da bleiben oder wechseln? Bleib mal mit Michelle da. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Level 30, uiuiui. Ich gebe Michelle nochmal einen Supertrank. Erstens sind wir voll geheilt und zweitens können wir mal sehen, was er angreift. Oder was er einsetzt. Angreift er. Ach, nein. Mann. Okay, Verfolgung. Okay, das macht nicht so viel Schaden. Machen wir mal Schaufler. Nitroladung, okay. Könnte schon ein bisschen mehr Schaden machen. Ja. Und das steigt Initiative. Ja, wehrt die Attacke ab. Komm, das muss viel Schaden machen. Ja! Sauber! War nicht mal ein Volltreffer. Boah, leider nicht mehr Level 30. Schade. Wow! Du bist echt ein toller Trainer. Du hast meine Erwartungen weit übertroffen. Ich bin völlig hin und weg von deinem Kampfstil. Hier, den hast du dir verdient. Jo! Stimmt, wir hatten auch letztes Mal gesagt, als nächstes kommt bestimmt Elektro-Pokémon dran. Wir nehmen Blitzohren halt. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht. Was als nächstes dran kommt, kann ich aber nicht sagen. Das habe ich jetzt so nicht erkennen können. Voltohren! Da ist er. Zusammen mit dem Voltohren hast du jetzt vier Orden. Das heißt, Pokémon bis Level 50
einschließlich solcher, die du im Tausch erhalten hast, hören auf dein Kommando. Ach ja, das ist meine erklärte Lieblingsattacke. Probier sie doch mal aus. Voltwechsel. Die Attacke kann man einsetzen, der Gegner wird geschaltet und dann kann man anschließend gleich tauschen. Ganz geil, wenn man halt tauschen möchte, aber noch ein bisschen Schaden hinterlassen möchte halt. Voltwechsel ist echt praktisch. Nachdem es den Gegner angegriffen hat, wird das Pokémon ausgewechselt. Das Ganze bringt natürlich nichts, wenn du nur mit einem Pokémon kämpfst. Das stimmt. So, wir haben es geschafft. Und der Part ist vorbei. Dann sehen wir uns... Oh, okay. Warte, begleite uns bitte. Oh, da haben ja Leute zugeschaut. Das ist wiederum cool. Du willst da ein leuchtendes Beispiel für alle Trainer abgeben, nicht wahr? Dann sollte es dir auch nicht schwer fallen, alle Arena-Ohren zu bekommen, um das bis zur Pokémon-Liga zu schaffen. So werden du und deine Pokémon so noch heller erstrahlen. Jo! Das war unser 4. Orden. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und bye bye.